Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil der SFML und C++ Reihe. In diesem Teil werde ich jetzt mit dem Play-State anfangen. Dann haben wir schon mal unseren zweiten Game-State, in dem dann später das eigentliche Spiel stattfinden wird. Unser schönes Pong oder Cyberpong. Ja, aber auch hier werde ich das erstmal noch ein bisschen simpler halten, wie schon beim Hauptmenü. Und wie gesagt, Grafik und Sound kommen dann später dazu. Einfach damit das einzelne Tutorial hier nicht zu lang und umfangreich wird. Und wir das hier nach und nach aufbauen können. Wer die anderen Tutorials geschaut hat, der weiß ja, oder wenn ihr einfach mal im Internet guckt, könnt ihr auch selbst mal Grafiken einfügen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Einfach mal ausprobieren. Und ja, ansonsten kommt das halt später. Und bevor wir jetzt hier anfangen können, müssen wir jetzt erstmal den PlayState machen. Dafür mache ich jetzt eine neue Header-Datei. Und die heißt einfach PlayState. Hier brauchen wir wieder, wie gewohnt, unsere Präprozessor-Direktiven einfach nur, damit es nicht zu Überschneidungen kommt, aber dazu habe ich ja erwähne ich glaube ich jedes Mal, aber naja. Zu dem Thema habe ich auch mal ein Video gemacht und das mal ein bisschen kurz erklärt. Einfach mal suchen. Oder generell nach Präprozessor-Direktiven suchen und so weiter. Okay. Brauchen wir als erstes unser Game-Header. Und GameState. Oder stellen die eigentliche Klasse. Und die erbt halt auch von GameState. Dann der Konstruktor. Der Destruktor. Und die Methoden, die wir halt brauchen. Und hier kommen gleich auch noch mal ein paar Sachen dazu. Das zeige ich gleich. Noch mal kurz gezeigt. Wie gesagt, Games, die Klasse GameState ist ja hier nur eine abstrakte Klasse, die wir jetzt hier implementieren werden. Und jetzt brauchen wir hier noch die entsprechende C++-Datei. So, und hier inkludieren wir uns PlayState-Header und erstellen erstmal den Konstruktor. Das ist im Grunde nichts anderes wie im vorherigen Tutorial. Und hier habe ich einen kleinen Tippfehler. So. Okay. Gut, der Konstruktor bleibt erstmal leer, den füllen wir auch gleich. Und hier kommt quasi der gleiche Code rein wie im
Main Menu State. Das ist halt wieder die gleiche Schleife, die hier erstmal fragt, oder die Events abfragt, und wenn das Fenster geschlossen wird, dann wird das Spiel auch geschlossen und so weiter. Aber das habe ich ja alles im letzten Video schon erklärt. So, dann brauchen wir auch unsere Update-Methode. Auch die bleibt erstmal leer. Und die bleibt auch erstmal leer, unsere Draw-Methode, und dann zum Ende der Destructor und die Tilde nicht vergessen. Wie beim letzten Video. So, und hier gebe ich einfach nochmal den Text aus, damit wir später. Damit wir später nachvollziehen können, dass das auch wirklich dass wir später nachvollziehen können, dass dieser ja, dass das Objekt später auch wirklich zerstört wird. Und gut, um das Ganze testen zu können, müssen wir dann hier das entsprechend abändern. Und zwar müssen wir jetzt hier den Play State Launcher, den Main Menu State. Wie gesagt, das ist erstmal nur übergangsweise, bis wir dann halt noch eine Funktion hinzufügen, um halt zwischen den Game States hin und her zu wechseln. Damit wir aber den Play State hier benutzen können, müssen wir den erst auch hier erstmal inkludieren. Und dann können wir hier statt Main Menu State den PlayState laden. Und dann sollte das schon funktionieren. Und ja, dann sollte das funktionieren. Aber ein Fehler hat sich eingeschlichen. Und ja, hier fehlt schon wieder. Ich habe die doch. Das muss ich mir nochmal genauer ansehen im Video, ob die entfernt wurde. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Vielleicht durch die Autokorrektur, dass er da den. Ja, die Tilde hat gefehlt. Und wie wir sehen, sehen wir wieder ein blaues Fenster ohne. Oh, ich sollte mal Trillion ausmachen. Aber ist ja auch egal. Ja, wie gesagt, ein leeres Fenster. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass man im letzten Video gar nichts gesehen hat. Daran habe ich gar nicht gedacht, da ich hier halt nur so einen Bildschirmausschnitt aufnehme, habe ich nicht mehr daran gedacht, das Fenster auch ins Bild reinzuschieben. Und dann hat man einige Sachen gar nicht gesehen, zum Beispiel wie der Text grün wurde und grün geblieben ist. Aber wenn ihr das selbst ausprobiert habt, dann dürftet ihr das ja selbst gesehen haben, wie das aussah. Okay, gut, also der Game State funktioniert und rendert. Wie wir sehen, halt noch nichts, weil wir noch nichts hinzugefügt haben. Und damit wir was zum Anzeigen haben, was später dann unsere Spielobjekte sein werden,
erstellen wir uns da erstmal so ein paar simple geometrische Formen ohne Textur, ohne alles. Hier im Private. Und zwar speichern wir die uns, oder hier der Ball kommt in einen Unique Pointer. Auch dazu habe ich ja ein Tutorial gemacht, ein einzelnes, eins der letzten Videos. Und nehmen dafür ein Circle Shape, also eine Kreisform. Und nennen das UP für Unique Pointer Ball. Und hier nehmen wir dann einen Shared Pointer. Aus dem Grund, aus dem Grund, weil wir aus dem Grund, weil wir das Objekt später, weil das noch von anderen Objekten benutzt werden muss. Aber dazu komme ich dann, wenn es soweit ist. Aber auch zum Shared Pointer habe ich ein kleines Video gemacht. Und ansonsten empfehle ich immer nochmal das Ganze nochmal nachzuschlagen. Was wollte ich jetzt? Ach ja, Rectangle Shape. Also ein Viereck quasi. Und das nenne ich dann SP für Shared Pointer Pad. Pad deshalb, weil wir daraus ja dann die Pedals machen. Also die. Ja, die. Sind das Pedale, nennt man das so? Ja, die Vierecke, die bei Punkten halt den Ball hin und her schlagen. Die Pedals. Davon brauchen wir zwei, also haben wir zwei Shared Pointer. Nicht Circle, sondern Rectangle. Okay. Später werden wir die Objekte noch durch eine eigene Klasse ersetzen. Also wir machen dann noch eine Klasse für den Ball und und die Pedals. Aber wie gesagt, ich wollte es halt erstmal simpel halten und deshalb erstmal nur diese Rectangle und Circle Shapes. Die eignen sich halt super, um solche Sachen einfach mal zu demonstrieren, ohne da großen Aufwand zu betreiben. Okay, und dann müssen wir die jetzt im Konstruktor erstellen, die Objekte. Und das sieht auch wieder ein bisschen komplizierter aus. Und wer dieses std und sf weglassen will, der kann halt einfach using namespace verwenden. Das ist natürlich kein Problem. Aber ich finde, dass man das halt so besser nachvollziehen können kann, woher die Methoden und Funktionen und so weiter herkommen. Und deswegen schreibe ich das lieber immer mit dazu. Auch wenn es nicht so schön aussieht. Okay, also müssen wir erstmal make shared. Dann brauchen wir sf rectangle shape. Also hier müssen wir wieder den Typen angeben. Und dann in den Klammern quasi die Parameter für den Konstruktor übergeben von dem Objekt. Und dafür will ein Vektor mit Floats für die Größe. Da haben wir 53.f und 192.f. Ja, also der ist halt 53 Pixel breit und 192 Pixel lang. Und das Ganze machen wir auch für das zweite Pedal. Und wir erstellen hier auch gleich den Ball. Das ist halt ein Unique Pointer. Und ein Circle Shape. Und auch hier wieder der Konstruktor. Ah ne, hier erstellen wir uns jetzt erstmal. Ja, okay. hier erstellen wir uns das Objekt. Und der hat einen Radius von 20 Pixeln.
So, und jetzt legen wir hier erstmal die Position fest von dem ersten. Dafür können wir jetzt direkt, nicht Upad, SPAD 1, da können wir dann halt über den Zeiger auf die Funktion hin zugreifen und legen so die Position fest. Also manchmal stört mich diese Auto-Vervollständigung schon ein bisschen. Und der kommt am Rand vom Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die gleiche, aber ich glaube schon. Und dann müsste der so, dann müsste der eine halt links und der andere ganz rechts am Bild erscheinen. Und dann müssen wir die Dinger natürlich noch zeichnen. Und hierfür greifen wir dann wieder auf Game und Window zu. Rufen hier direkt die Draw-Methode auf. Und übergeben dann halt den Zeiger an die, auf die Objekte. Also, der Ball. Und starten wir das Ganze mal. Und wie wir sehen, jetzt schiebe ich es auch mal ins Bild. Das sind dann hier die zwei Pedals. Und der Ball wird angezeigt. Und das ist das, was wir gerade so wie wir es haben wollen. Dann können wir halt hier im Update, in der Update-Methode, können wir die ganzen Sachen dann halt bewegen, wie wir lustig sind. Und das machen wir aber später. In einem der nächsten Videos. Und das soll es auch erstmal zu diesem Playstate gewesen sein. Ich wollte es jetzt hier erstmal ein bisschen kürzer halten, um es halt hier nicht zu lang zu machen. So, wie gesagt, hier haben wir jetzt Unique und Shared Pointer. Das ist halt neu in C++, im neuen C++ Standard. Und das sieht halt immer ein bisschen kompliziert aus. Da am besten, ja, einfach nochmal ein leeres Projekt machen, nochmal nachschlagen und ausprobieren, wie das Ganze genau funktioniert, falls ihr das noch nicht so ganz versteht. Aber es ist, wie gesagt, besser als normale, klassische Pointer zu benutzen. Vor allem sicherer. Und wir vermeiden Memory Leaks. So, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil draußen so viel Krach ist. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut hier. Aber ich sitze halt direkt am Fenster. Da lässt sich das nicht vermeiden. Okay, ich gucke gerade, ob noch irgendwas... Oh ne, gut, das war's zu diesem Video. Im nächsten Video, glaube ich, muss ich nochmal gucken, werden wir dann wahrscheinlich die Funktion einbauen, dass man halt zwischen den Game States wechseln kann. Und dann werde ich auch dem Menü eine Funktion geben, und zwar halt, dass man dann, wenn man auf einen Menüpunkt klickt, auch, ja, dass dann auch eine entsprechende Aktion ausgeführt wird. So, das war's zu diesem Video. Ich belasse es jetzt erstmal an der Stelle dabei. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja einfach per E-Mail schreiben. post@commonbreaker.de. Hier nochmal eingeblendet. Ansonsten findet ihr mich ja auch noch auf commonbreaker.de an sich. Da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Und wenn ihr da Kommentare schreibt, dann und die nicht unbedingt öffentlich haben wollt, das habe ich jetzt nämlich auch mal mitbekommen, könnt ihr das auch einfach in die Kommentare reinschreiben. Die werden nicht automatisch veröffentlicht. Die muss ich immer manuell freischalten. Und wenn ihr da eine Frage stellt und möchtet die aber nicht veröffentlicht haben, könnt ihr das unter jedem Artikel quasi schreiben. Dann schreibt einfach dazu, bitte nicht veröffentlichen oder was auch immer. Und eine gültige E-Mail-Adresse, weil das vergessen dann manche nämlich auch. Eine gültige E-Mail-Adresse, an die ich dann antworten kann. Denn ich habe in den letzten Tagen wie zwei Nachrichten von scheinbar zwei verschiedenen Personen auf ja so eine Art und Weise bekommen, aber die haben dann halt irgendwie keine gültige E-Mail-Adresse hingeschrieben. Dann konnte ich die natürlich auch nicht antworten. Also wenn ihr das hört, könnt ihr das gerne nochmal schreiben und die passende E-Mail-Adresse dazu hinterlassen. Also Kommentare auf commonbreaker.de, Kommentare auf YouTube könnt ihr natürlich auch nutzen, aber da antworte ich eigentlich eher ja, weniger gerne, weil wie gesagt, das wird immer von YouTube selbst auch moderiert, beziehungsweise
erscheinen die halt nicht immer direkt, das sieht man halt immer so schlecht. Ist eher ungünstig. Ich gucke aber immer regelmäßig, oder ja, nicht regelmäßig, aber ich gucke halt immer nach, ob da neue Kommentare sind. Und versuche auch immer alle zu beantworten und beantworte zumindest die, die man auf die Schnelle beantworten kann. Bei den anderen hoffe ich, dass irgendjemand anders das Beantworten übernimmt oder dass die Person halt selbst nochmal auf die Idee kommt, zu googeln. Ja, zu googeln. Einfach die Fehlermeldung mal in Google reinschmeißen und gucken, ein bisschen das individuelle Zeug, wie eure Pfade, Dateipfade oder Projektordnerpfade rausmachen, nur den Fehlercode mit der Fehlermeldung. Das Ganze alles weg, das andere weg. Und eigentlich findet sich immer zu jeder Fehlermeldung irgendwas auf Google, weil irgendjemand hatte dieses Problem immer schon vor euch gehabt. Sonst noch was? Nö, das war's erstmal. Ich laber hier schon wieder viel zu viel. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.